Der zweite folgt sogleich. Hätte ich nicht sagen dürfen. I am medium rare. Medium ist immer am besten. Okay, ich muss wohl hier lang. Alter, ich habe gedacht, da kann ich stehen. Okay. Hier kann ich ja nicht weiter. Hey, da kann ich doch hin, oder? Ich versuch's noch einmal. Ich kann da nicht hin. Geht einfach nicht. Obwohl das so aussieht wie ein anderer auch. Also da in die Richtung müssen wir auf jeden Fall. Doch. Oh. Man rutscht dann manchmal so. Sind die Kanten so mit Seife eingeschmiert, ey. Hier kann ich auf jeden Fall nicht geradeaus weiterlaufen. Hier hat er den Spruch gemacht. Ganz ehrlich. Stuhl sei noch leiser. Ich versuche jetzt einfach da vorne, wo der den Spruch gedroppt hat, geradeaus zu laufen. Aber da verbrenne ich ja dann. Meines Erachtens noch. Weil hier sieht es so aus, da verbrennt man, wenn man reinläuft. Und hier sieht es genauso aus. Und ich laufe mal weiter. Da, okay. Wo soll ich hin, verdammt? Ziel ist der Vulkan, der ist da, wo meine Antenne gerade hinzeigt. Ja, leck mich doch am Arsch. Du kannst dich hier nicht einfach nochmal umdrehen. Das geht nicht, weil der dann nicht einfach sich dreht, sondern hier so im Kreis läuft, weißt du? So. Nicht so weit. So, hier muss doch was sein. Ich versuche mal von hier aus. Ich verstehe nicht, wo ich da lang soll. Also so wirklich gar nicht. Vielleicht. Kommen wir nicht von hier? Ne, von hier kommen wir nicht. Lol, ich hatte die ganze Zeit gedacht, wir kommen von hier. Aber diese Fontäne habe ich noch nicht gesehen. Oder wohl? Ach, ich weiß das doch nicht, Leute. Das hier sieht vielleicht nicht ganz so schäbig aus. Wahrscheinlich.
Okay, wir werden hier gespawnt, das ist gut. Ja, war klar. Alter, ich habe während dieser Aufnahme einfach Mittag gegessen, also hatte die dafür pausiert. Ich habe schon wieder Hunger, da sieht man mal, wie lange ich hier schon am Aufnehmen bin. War ich hier schon? Hier sind Bälle. Ich bin hier richtig. Ich kann da die Fontäne, oder? Okay. Genau. Da unten kommt irgendwo anders eine Fontäne gleich her mit doppelt so viel Druck, oder was? Ja. Alles klar. Also die letzten zwei Abschnitte sind jetzt eher Jump'n'Run und Rätsel statt Story. Obwohl ich doch sagen muss, dass mir die Story-Abschnitte besser gefallen haben. So ein bisschen selbst was zusammendenken. Ich werde doch nicht den Lava-Dingens jetzt als Druckmittel da benutzen, wie bei den Wasserdingern. Wo bringt er mir an andere Stelle was, dass der Turm jetzt umgefallen ist? Da reinspringen und da langlaufen? Ich bin genau gelandet. Ich liege sogar drauf, als ob das so heiß ist da. Ist doch nicht heißer als der Boden hier. Ist umgefallen? Ja. Hätte sein können, dass die wieder zurückgesetzt haben. Haben sie aber nicht. Also versuchen wir einen anderen Weg. Da ist eindeutig falsch. Schön und gut, dass ich meine Jump'n'Run-Skills hier gerade ein bisschen ausbaue, aber wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll, bringen wir die gar nichts. So, wo ist der umgefallene Turm? Hallo. Bin ich wirklich so blind? Da hinten. Toll, ich bin schon... Da sind Spuren. Da sind grüne Spuren. Langsam ist meine Geduld am Ende mit dem Level. Da hinten waren grüne Spuren. Heißt, ich bin hier nicht richtig. Warum bin ich dann hier? Aber da hinten kann ich auch nicht weiter bei dem Turm. Hä? Schaff ich das? Ja, klar schaff ich das. Kann einfach nicht sein. Man merkt, dass mein Geduldsfaden ziemlich dünn noch ist, weil ich gerne in der Story weiterkommen würde und nicht hier 20 Folgen an dem einen Jump'n'Run hier hängen möchte. Hier laufen kann, ne? Der Untergrund da unten ist derselbe. Aber ich probiere es nicht aus. Weil es wird eh nicht so sein. Lol. Lol, das habe ich vorhin nicht gesehen. Das habe ich eiskalt nicht gesehen. Tut mir leid.
Und da sind wir auch bei den grünen Spuren. Aber wieder keine Fußspuren. Haben wir die irgendwie verloren? Okay, weiter geht's. Motivation ist wieder getankt. Lol. Помоги, подними. Наверх. Die will jetzt aber nicht. Da oben ist nichts. Wo will die denn hin? Hä? Haben wir noch? Haben wir noch. Okay, dann sollte das nicht ganz so schwer sein. Die hat straight nach oben gezeigt, da ist nichts. Aber wenn hier links unser rechts ist, dann ist hier oben vielleicht doch unser unten und wir machen ja alles falsch. Bitte keinen Fehler machen, bitte einfach schaffen. Jetzt noch ein Fehler wäre richtig bitter. Alter, nicht zu viel so. Alter, das Ding ist genau leer gewesen. Okay, der ist nicht so schwer. Einfach hier hoch. Okay. Da war ein Ding. Ich hoffe, ich darf das noch einsammeln. Okay. Jetpack Brennstoff aufgebraucht. Kein Problem. Nicht hier was? Was ist das? Ne, nicht nix. Was war denn jetzt mit der? Okay. Okay, lass mich das vielleicht erstmal lesen, bevor du schlussfolgerst. Ungewöhnliche Biologie. Die russische Frau Stein scheint eine stark modifizierte Biologie zu haben. Als wir durch ein vulkanisches Gebiet kamen, begann sie zu ersticken. Der Sauerstoff aus meinem Anzug half ihr nicht und sie erholte sich erst, als sie ausgeatmete Gase aufnahm. Einschließlich Kohlendioxid. Es scheint, dass ihr Körper irgendwie teilweise photosynthetisch ist. Es kann Kohlenstoffdioxid aufnehmen und in Sauerstoff umwandeln, wie die Pflanzen auf der Erde. Zwar würde dies ihr Überleben in der sauerstoffarmen Atmosphäre erklären, aber ich verstehe nicht, wie diese Beobachtung wissenschaftlich zu erklären ist. Ja, mein Lieber. Ich auch nicht. Ist nicht gedacht, ne? So dauert das Let's Play 8 Jahre, wenn wir so laufen. Schon wieder? Hä? Da ist schon wieder das Tor. Und es sieht schon wieder anders aus. Die läuft jetzt nicht in dem Tempo bis zu dem Tor, oder? Ich gehe mal vor. Aber wir müssen das wahrscheinlich erst wieder aktivieren. Ja, müssen wir, sonst wird das leuchten. Dann darfst du in deinem Tempo weiterlaufen, Fräuchen. Ich erlaube es ihr. Okay, wieder grüne Kugel nehmen, wieder in den Generator stecken da oben und dann das Tor aktivieren. Ist was? Ich gehe erst dahin, wo was ist. Oh, Berichte des Direktors. Es geht weiter mit den Russen. Ich kann nichts mehr tun, um die Kettenreaktion zu stoppen. Bald wird diese Welt verloren sein. Ich kann meine Rolle in der Katastrophe nicht fassen oder die blinde Arroganz, die ich mit der ich für die Vernichtung des Planeten gesorgt habe. Da ich fern von meinem Heimatland bin, werde ich nie erfahren, wie der große Konflikt zwischen Moskau und dem Westen ausgegangen ist. Aber ich hoffe ernsthaft, dass es ihnen nicht geht, wie mir und sie Zeuge der Zerstörung werden, die sie bewirkt haben. Also er kriegt langsam Selbstzweifel, oder hat sie schon längst. Ich beobachte, wie diese lebendige Welt verrottet und sich in toten Fels verwandelt.
Ich hätte unserem Volk so gerne den Triumph gebracht. Ich hätte ein Retter sein können, aber jetzt kann ich ihnen nicht mehr unter die Augen treten. Ich bin froh, dass wir niemals zurückkehren können. Unsere Leute werden nie erfahren, was hier passiert ist. Sie werden nie erfahren, warum ihre Familien nicht nach Hause kamen. Sie werden nie erfahren, dass ich die Schuld dafür trage. Er wirft sich da ja ganz schön harte Sachen vor. Also vergehen auch nicht viele Tage unbedingt. Ich denke mal, so 2 Monate waren die vielleicht hier. Wann war der erste Bericht? Der allererste? Am 6. Okay. 5 Monate haben sie. Naja, ist ja auch egal, aber... Das ist schon wieder eine schlaue Route, die ich hier einschlage. Mensch, Mensch.